dieses Rezept empfehle ich, glaube ich, jeden Winter. Ich habe einfach ein Oreo. An Sachen zu zweifeln, Stress zu kriegen, ob ich überhaupt alles schaffen werde. Das freut mir so viel, das freut mich so sehr. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden. Kurzer Real Talk, was ist los mit dir? Wirklich, ich bin dann kurz auf Klo gegangen und habe mich in den Spiegel im Körper so, ja. Du atmest jetzt mal kurz ein und wieder aus. Und da gibt es halt so Strähne-Kräne, da wollte ich rein. Und mal sehen, was ich danach sage. Jetzt zeige ich Ihnen, was ich geholt habe heute in der Stadt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent. Wenn das Video online kommt, ist nämlich schon Sonntag. Wir haben jetzt aber erstmal Montag. Ich bin noch eine Woche in Wien. Ich habe noch eine Woche Uni und dann habe ich Ferien. Und dann geht es für mich auch direkt zu meiner Familie nach Deutschland. Ich freue mich sehr. Weihnachten werde ich dort verbringen natürlich. Meine Vorfreude steigt. Wir haben jetzt aber erstmal Montag. Ich habe eine extrem volle Woche. Aber ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit in diesem Vorweihnachtsstress. Ich mache jetzt mit euch noch meinen Kalender auf. Ich habe schon den ganzen Tag oder den ganzen Morgen gewartet, weil normalerweise ist das das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe. Aber ich habe mich jetzt erst fertig gemacht. Und dann können wir den jetzt eben zusammen aufmachen. Schauen wir mal. Nice. Das ist von Clinique, eine Moisturizing. Oh, voll cool. Oh, ich habe noch nie was gehabt von Clinique. Ich wollte das eigentlich immer mal ausprobieren. Cool. Bis jetzt hatte ich echt coole Sachen drin in dem Adventskalender, muss ich sagen. Jetzt schaue ich, dass ich den noch eben aufmache. Ich habe einfach einen Oreo. Und der ist so lecker, weil da sind immer so special Sachen drin, die es einfach so nicht zu kaufen gibt. Und deswegen habe ich mir den geholt. Einfach auch irgendwie so am 5. oder so. Aber ich habe den gesehen und der war reduziert. Ich habe, oh mein Gott, ich brauche den. Okay, was haben wir heute? 11, ne? Ah, hier unten. Das ist so ein Schoko-Ding. Eigentlich stelle ich den mal hier hinter auf, aber irgendwie fällt der immer um. Da habe ich noch einen von Milka. Da sind aber eh jeden Tag so die gleichen Sachen dran. Nice, dann habe ich ein paar Snacks für die Uni heute. So, ich habe jetzt noch ein paar Minuten Zeit und dachte, ich setze mich jetzt mal hin und quatsche ein bisschen, teile so ein bisschen meine Gefühlslage, Emotionen momentan. Ich muss ehrlich sagen, ich bin irgendwie noch nicht richtig in Weihnachtsstimmung. Es ist zwar erst oder schon der 11., es ist quasi fast Halbzeit. Ich weiß nicht warum, ich war schon auf Weihnachtsmärkten, ich habe Kekse gebacken, ich habe Musik gehört. Aber irgendwie fühlt sich alles ein bisschen anders an, diese Weihnachtszeit. Und ich weiß nicht so ganz warum. Ich bin jetzt eine Woche noch in Wien und hatte auch gestern wieder so Probleme einzuschlafen. Es ist bei mir nichts Neues, weil meine Gedanken einfach abends immer sich denken. Vorm Einschlafen ist genau die richtige Zeit, mal über alles dran nachzudenken, an Sachen zu zweifeln, Stress zu kriegen, ob ich überhaupt alles schaffen werde. Obwohl ich mir extra gestern auf dem Handy eine Liste gemacht habe für jeden Tag. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe einfach jeden Tag hier stehen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und was ich jeden Tag mache, damit ich mich weniger stresse. Also dass ich sage, okay, ich habe es unter Kontrolle. Du weißt ganz genau, was du jeden Tag machen musst. Ich muss halt noch voll viele Weihnachtsgeschenke besorgen. Meine ganzen Freunde sehen, dann noch für die Geschenke besorgen. Ich habe ja auch noch Uni die Woche, ich gehe zum Sport und das alles irgendwie zu managen. Im Endeffekt, es ist gar nicht so viel. Ja, kommt drauf an. Aber ich stress mich dann immer so, obwohl ich eigentlich Stress mag. Also ich bin lieber busy und unterwegs, als den ganzen Tag nur zu Hause zu sitzen und nichts zu machen. Aber irgendwie, boah, gestern Abend beim Einschlafen, das war schon wieder zu viel für mich. Vor allem, ich wache dann auf und denke mir so, es ist doch alles halb so wild. So schlimm ist es doch gar nicht. Ich weiß nicht, vorm Einschlafen ist fühlt sich immer alles dreifach so schlimm an. Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber ja, ich habe auf jeden Fall jetzt Uni 2 Stunden, also 2 Vorlesungen. Und danach gehe ich mit einer Freundin in die Stadt. Und ich kriege das alles hin. Ich nehme euch mit auf jeden Fall die Woche. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich zeige euch noch eben schnell mein Outfit. Ihr habt es wahrscheinlich hier schon ein bisschen gesehen. Ich habe so, ich weiß nicht warum, aber ich finde das Outfit sehr nice. Der Rock ist von Zara, aber das ist eigentlich so ein Hosenrock. Ich habe nur diese Klappe hier so hoch reingemacht, damit man es nicht sieht. Die Stiefel sind von Best Secret, von der Marke C. Barcelona. Und der wunderschöne Pulli ist von Kohl's. Den habe ich mal im Sale geholt. In Größe M, deswegen ist er auch so riesig. Ich habe nur jetzt gerade voll den Struggle, weil ich einfach nicht weiß, welche Jacke ich drüber anziehen soll. Bei meiner Winterjacke, da sieht man das Pink komplett durch und sieht so aus, als hätte ich keine Hose an. Aber mein Mantel, ich weiß es nicht. Aber ich muss jetzt eigentlich auch los. So, see you later.
hatte jetzt meine beiden Vorlesungen. Wir haben 1 Uhr und ich habe für heute frei. Sehr nice. Die letzte Vorlesung, die ich normalerweise sonst montags immer habe, findet anscheinend irgendwie nicht mehr statt. Wusste ich auch nicht. Ich treffe mich jetzt mit einer Freundin und wir gehen ins Einkaufszentrum. Wir wollten noch ein paar Sachen zusammen erledigen und da gibt es halt so Strähne Kräne, da wollte ich rein und in Bath & Body Works. Ja, das ist jetzt so der Plan. Stadt wieder da, aber ich ziehe mich jetzt gar nicht großartig aus. Ich trinke nur eben schnell was und gehe jetzt schnell direkt weiter einkaufen, weil wenn ich jetzt einmal angezogen bin, ich hatte nur keine Lust, jetzt mit den ganzen Tüten noch einkaufen zu gehen. Dann kann ich euch später zeigen, was ich gekauft habe. So, ich bin jetzt wieder zurück. Boah, ich bin echt fertig. Dabei will ich gleich noch in Sport gehen. Da muss ich jetzt bestimmt erstmal 2 Stunden entspannen. Oh, das war eine schnelle halbe Stunde. Ich mache gerade einen Haul. Oh, hallo. Alles gut, kann warten. So, jetzt habe ich eine Stunde oder so, glaube ich, mit einer Freundin gefacetimed, noch was gegessen. Aber ja, jetzt zeige ich Ihnen, was ich geholt habe heute in der Stadt. Und zwar habe ich einmal mir eine Strickjacke gekauft bei Zara. Und zwar sieht die so aus. Die ist so nice, Leute. Die ist, oh mein Gott, ich bin jetzt schon obsessed mit der Jacke. Die ist richtig dick, also die Qualität fühlt sich richtig gut an. Die ist so nice und die kann man nicht nur im Winter tragen. Ich sehe das auch irgendwie so im Frühling, wenn es noch ein bisschen frisch draußen ist oder so. Obsessed. Ja, wie man schon die ganze Zeit gesehen hat, ich habe Geschenkpapier gekauft und dazu so ein passendes rotes Samtband. Dann habe ich einmal 3 Weihnachtskarten gekauft für meine Gastfamilie und deren Oma und Opa in Amerika. Die sollte ich eigentlich jetzt auch mal sehr dringend losschicken, weil ich glaube, vor Weihnachten schaffen sie da nicht mehr hin. Dann habe ich für zu Hause, oh, die esse ich so gerne, die sind von Lindt und ich habe überall in Deutschland geguckt, ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden. Das sind so ganz dünne Plättchen. Die schmeckt nach so Orange und Schokolade. Ich hätte niemals gedacht, dass mir das wirklich schmeckt. Aber die im Kühlschrank, oder ich tue sie am liebsten sogar noch ins Eisfach, die sind so knusprig. So, boah, ich liebe die. Ich wollte die meiner Familie mal zeigen, deswegen habe ich die jetzt geholt und nehme die mit nach Deutschland. Dann habe ich für eine Freundin bei Sustrene Grene, da war ich ein bisschen enttäuscht. Irgendwie dachte ich, hätten die mehr Sachen, die mich irgendwie ansprechen. Aber für eine Freundin von mir habe ich so eine blaue Tasche mit so blauen Kulis geholt. Die sehe ich am Mittwoch, das schenke ich ihr. Und dann wollte ich da noch so Schokobons reinfüllen. Die habe ich noch in der Küche. Für eine andere Freundin, habe ich, die ich morgen sehe, habe ich einmal eine Badekugel von Lush. Und so ein Spray von Mario Badescu. Das so ein Rosenwasser-Spray. Das habe ich ja selber auch. Und ja, das war meine Ausbeute von der Stadt. Und jetzt wollte ich eigentlich noch... Ich habe eben erst gegessen, deswegen warte ich jetzt noch. Ich gehe und möchte unbedingt noch ins Gym gehen heute, wo ich echt gerade am Kämpfen bin mit meiner Müde und Unmotivation. Also ich bin null motiviert, jetzt ins Gym zu gehen. Ich will halt Cardio machen. Schauen wir mal, wie ich in einer Stunde, wie es in einer Stunde so aussieht. Und ich wollte noch Schokokrossis backen. Die mache ich richtig gerne auch im Winter und die verschenke ich dann immer. Da ich meine eine Freundin ja morgen schon sehe und ich wollte ihr davon auch so ein Tütchen mitgeben, muss ich die jetzt heute machen, damit die hart werden und so. Ich glaube, morgen schaffe ich das nicht. Und mir fällt es immer so schwer, irgendwie irgendwas in eine Weihnachtskarte zu schreiben. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Perfekt.
textsicher bin ich auf jeden Fall. I am ready. Und ich muss sagen, ich bin sogar ein bisschen motiviert. Ich habe gerade sogar echt ein bisschen Bock. Mal sehen, was ich danach sage. Nach meinen 60 Minuten Cardio-Einheit, dann habe ich wahrscheinlich keinen Bock mehr. Jetzt 8.18 Uhr. 8.18 Uhr? Wie schnell ist hier schon wieder Zeit vergangen? Guten Morgen. Ich bin so müde. Wir haben 9.02 Uhr. Ich lag schon wieder ein bisschen zu lange im Bett. Ich habe mir einen Tee gemacht. Ich meine, wir machen uns früher mal so einen Tee. Schneeträumchen. Ich kann am liebsten jeden Tag so ein Türchen aufmachen. Ich liebe es einfach. Nach dem Aufstehen direkt ein kleines Geschenkchen. Ja, ich trinke jetzt meinen Tee, aber ich muss eigentlich in einer Stunde halt schon los. Obwohl, warte, habe ich die Vorlesung um 10.30 Uhr oder um 11.30 Uhr? Ich glaube, um 11.30 Uhr erst. Ne, 10.30 Uhr. Da muss ich ungefähr in einer Stunde los und ich muss jetzt die Schokokrossis noch machen, weil ich habe sie gestern Abend, ich habe es nicht mehr geschafft, dadurch, dass ich so spät ins Gym gegangen bin. Und dann mit Duschen oder allem, wollte ich da nicht nachts dann noch den Thermomix anschmeißen. So, ich hatte gerade schon wieder einen Struggle, mein Outfit rauszusuchen, aber ich habe es geschafft, wie man sieht. Ich muss eigentlich los, aber ich muss jetzt noch was frühstücken. Ich habe zwar nicht so viel Hunger, aber ich sitze heute 5 Stunden in der Uni und da ist keine Pause zwischen. Deswegen muss ich mir jetzt noch Äpfel schneiden und ganz schnell irgendwas frühstücken, bevor ich los muss. Ich kann euch mal eben die Schokokrossis zeigen. Sie sind was geworden. So, so sehen die jetzt aus. Und ja, die haben jetzt Zeit, hart zu werden und dann... Oh, die sind einfach so lecker. Okay, ich habe jetzt einfach ein Brot mit Avocado gemacht. Ich komme so zu spät, ich hasse es. Warum bleibe ich immer morgens so lange im Bett liegen? Ich check's nicht. Ich denke aber, ich habe ewig Zeit und jetzt hat mich das doch gestresst mit dem Backen noch. Naja, wahrscheinlich schaffe ich es trotzdem wirklich. Ich habe jetzt gerade noch zweimal gecheckt, ob die Vorlesung auch wirklich heute ist, weil es mir in letzter Zeit öfters passiert ist, dass ich in die Uni gelaufen bin und die Vorlesung entfallen ist. That's my outfit. Ich habe eine Hose an, die ist von Mango. So ein Body drunter, der ist von Zara. Und die Strickjacke ist von Kos aus der Herren-Abteilung. Und da habe ich meine Axel Arigatus an. Und seht ihr meine cuten Bärensocken. Finde ich sehr cute. Ist nur der Struggle, welche Jacke ich anziehe, weil die irgendwie ein bisschen von der Länge... Ach, ich habe eigentlich keine Zeit dafür. Okay. Ich sag's euch, 5 Stunden sind immer 5 zu viel. es wird einfach schon dunkel. Ich gehe jetzt noch schnell in die Stadt. Ich brauche noch so Tütchen für die Kekse. Ich habe mir jetzt mal ganz schnell Essen gemacht. Ich habe mir einen Wrap gemacht. Ich hatte noch ein paar Sachen im Kühlschrank und hat sich das ganz gut angeboten. Ich momentan öfters für den Wrap so pflanzliches Fleisch, also so Chicken-Ersatz. Und ich finde das richtig lecker. Also, und es ist halt auch viel weniger von der Menge, als wenn ich richtiges Fleisch kaufen würde, weil ich mir wirklich selten Fleisch kaufe. Weil es einfach voll teuer ist und von der Menge einfach viel zu viel. Und ich finde, da bieten sich diese Sachen voll oft an, diese vegetarischen oder pflanzlichen, like, so rede ich jetzt Englisch, veganen Alternativen. Ich glaube, ich habe noch eine Dreiviertelstunde und dann treffe ich mich schon wieder mit einer Freundin. Und danach gehe ich zum Sport. Deswegen... Ja, bis jetzt kurz. Und ich hatte gerade schon einen Schokokrossi und oh mein Gott, die sind so lecker. Die sind so lecker und das ist so einfach. Ihr müsst eigentlich nur so Cornflakes kaufen. Ich hole mal die von Lion. Und dann Konfitüre, das ist ja so extra Schokolade, also Vollmilch und Zartbitter schmelzen lassen. Und dann die Cornflakes da rein, ja nicht tunken, aber ich mache das halt in meinem Thermomix, der mixt das dann zusammen. Aber ich habe das auch schon mal ohne gemacht. Und dann kommen auch noch so Mandelstifte rein. Und dann einfach nur auf dem Blech kalt werden lassen und die schmecken so gut, wirklich. Dieses Rezept empfehle ich, glaube ich, jeden Winter. Aber
kann ich sehr empfehlen. Also könntet ihr auf jeden Fall mal machen. So, ich bin schon wieder aus dem Haus mit dem Geschenk und laufe zu meiner Freundin. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe mich, glaube ich, gar nicht mehr gemeldet gehabt. Ich hatte mich nach meinem Treffen, nach dem Treffen meiner Freundin war ich noch beim Training und dann sind wir super spontan mit den ganzen Leuten oder mit ein paar Leuten vom Turnen dann noch einen Punsch trinken gegangen auf dem Weihnachtsmarkt. Hat mich voll gefreut, weil ich eh auf den Weihnachtsmarkt noch gehen wollte die Woche und auf dem war ich nämlich auch noch nicht. Jetzt haben wir schon 11:20 und ich bin jetzt zu Hause. Ich kann euch mal eben zeigen, was ich von meiner Freundin geschenkt bekommen habe. Und zwar einmal richtig cool, so ein Chai-Bio-Sirup. Wenn man den mit Milch mischt, dann kann man einfach einen Chai-Tee zu Hause machen. Richtig cool, ich habe mich voll gefreut, weil sie weiß, dass ich so gerne Chai trinke. Und dann habe ich einmal noch eine Augenmasken und eine Pancake-Mischung, American Style. Ja, wir hatten letztens noch über so American Pancakes und so geredet, weil ich noch welche hatte. Und ja, ich bin müde. Es war ein anstrengender Tag. Deswegen gehe ich jetzt nur noch duschen und dann auch schlafen. Guten Morgen. Wir haben jetzt Mittwoch und ich habe heute wieder einen vollen Tag. Was auch ein bisschen entspannt. Und zwar gehe ich gleich zum Friseur. Zum Friseur. Ich freue mich so. Ich war ja eigentlich letztens erst wegen dem Fotoshooting. Aber die hatten mir halt, und die hatten mir zwar eigentlich auch die Haare gefärbt, aber die wollten das mehr so Balayage machen und ich, nein. Ich möchte es wieder blond. Meine Freunde haben zwar eigentlich alle fast gesagt, es sieht voll schön aus, so wie sie gerade sind, aber nein. Ich, seht ihr das hier? Das ist mir einfach zu dunkel. Ich will es wieder hell haben. So unten sind meine Haare eh hell, aber, und ich muss sie so dringend schneiden. Ich meine, die sind extrem lang geworden. Ist ja auch nicht schlimm, ich will die auch so lang lassen, aber so das, was ab muss, kann auch meinetwegen so viel sein. So habe ich kein Problem mit. Mir ist sowas eigentlich immer relativ egal. Meine Haare wachsen eh so schnell nach. Ich sehe nämlich momentan auch auf Instagram so viele Bilder von so pretty Scandinavian Girls, die einfach so schöne blonde Haare haben. Und ich bin so, ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Ja, deswegen mal sehen, was wir so machen. Ich kann euch da eh nie so viel zu sagen, weil ich gehe da immer zum Friseur hin und sage denen, macht, was ihr wollt. Ich vertraue euch. Also ja, ich bin eigentlich immer mega zufrieden und die gucken sich eh dann auch mal so mein Gesicht an und sagen so, ja, die Farbe würde jetzt gerade zu dir passen und die. Und es wird trotzdem noch so natürlich. Also ja, ich schenke denen mein vollstes Vertrauen. Ich erzähle euch da aber sonst später nochmal zu, wenn ich beim Friseur bin. Ich muss nämlich jetzt erst noch zum Arzt gehen. Ich habe ja einen Muskelfaserriss und da brauche ich jetzt nochmal zum Kontrolltermin eine neue Zuweisung zum Röntgen. Und deswegen muss ich jetzt zu meinem Allgemeinarzt gehen und mir da diese Zuweisung nochmal holen. Das ist so unnötig, aber die haben gesagt, ich brauche das, also muss ich da jetzt hin. Das, was ich jetzt machen werde, ich bin jetzt gerade noch ein bisschen früh dran. Ich überlege gerade hier noch mein Buch weiterzuschreiben. Ich habe für meine beste Freundin hier ein, ich kann es euch eben zeigen, ein Buch gemacht oder bin noch dabei und da habe ich so, ja, Fotos von uns reingeklebt und halt so Sachen so geschrieben. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe das früher so oft an meine Freunde gemacht, so, keine Ahnung, wo ich noch im Abi war oder in der Schule in Deutschland und mir hat das immer so viel Spaß gemacht, dieses, ja, Kreative und dann sowas hinzeichnen. Ich dachte mir ganz ehrlich, ist mir jetzt egal, ob ich 23 bin und ihr so ein Buch schenke. Ich weiß, die wird sich mega darüber freuen. Und ich muss jetzt auf der letzten Seite, wollte ich irgendwie noch so einen Text so ein bisschen schreiben, so über unsere Freundschaft und so. Und ein bisschen überlegt, was ich da so schreiben könnte. Und jetzt überlege ich, ob ich das noch eben mache, weil ich soll erst zwischen 10:30 und 11 beim Friseur, beim Arzt sein. Habe ich gerade noch ein bisschen Zeit. Deswegen überlege ich, das jetzt zu schreiben. Ich freue mich so. Ich freue mich so, ihr das zu geben. Wirklich, ich freue mich mehr, Geschenke zu übergeben, als selber Geschenke zu bekommen. Weil ich weiß, sie wird sich so sehr darüber freuen. Ja. So, ich rolle mich jetzt gerade die ganze Zeit noch mit dieser Friseurrolle ab. So, letzte Fit of the Day. Nichts Besonderes, alles schwarz mit meinen Adidas Campus. Die pinken. Oh, guck mal, wie lang die Haare. Die
die sind so lang geworden. I can't. So crazy. Ich hatte sie eh schon so oft so lang, aber ich habe die ganze Zeit so Snapchat-Memories von vor 2 Jahren. Und ich weiß, in der Zeit, wo ich in Amerika war, hatte ich die relativ kurz. Also bestimmt so, nie Schulterlänge, aber so bis hier. Und es gefällt mir gar nicht, weil ich finde, ich sehe dadurch so viel jünger aus. Und ich finde, dass ich ja generell schon jünger aussehe. Deswegen, ich mag es eigentlich gerade richtig gerne, so wie sie sind. Aber sie können ruhig so ein Stück ab. Also, da hätte ich jetzt kein Problem mit, wenn sie ab müssen. Ich kann es sonst, wenn ihr wollt, mal ein paar Seiten zeigen. Das wird die letzte Seite. Das habe ich noch nicht eingeklebt, das Foto. Gut, ich muss jetzt schauen, dass ich schöne Seiten vorausfinde. Ich muss sie auch erstmal noch fragen, ob es überhaupt okay ist, dass ich das zeige. Die Seite mag ich auch richtig gerne. Oh Gott, das Bild finde ich so schrecklich. Da hatte ich einfach einen Fail beim Friseur. Meine Haare waren so gelb. Leute, das hatte ich in meinem Leben noch nie. Es war so, so schrecklich. Das finde ich einfach so süß. Sie schaut einfach so oft Videos von mir. Also eigentlich jedes Video von mir. Und dann schickt sie mir mal ein Bild, dass sie gerade irgendwie, keine Ahnung, beim Essen mein Video schaut oder so. Und oh, ich habe das alles so ausgedruckt. Und ja, weil oh, das freut mich einfach so sehr. Weil sie ist meine beste Freundin und sie weiß eigentlich, was in meinem Leben abgeht. Sie weiß, was ich mache und so. Und dass sie aber sich trotzdem noch jeden Tag meine Videos anguckt, das bedeutet mir so viel. Das freut mich so sehr. Ja, das wirklich, ich freue mich da jedes Mal, wenn sie mir so ein Foto schicken und sagen, ich habe dein Video geguckt. Ja, einfach so ein paar Seiten von uns. Okay, ich habe jetzt meine Winterjacke angezogen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so der Fan von diesem Look. Sieht aus, als ob ich so, wenn die Hose schon so locker ist und dann auch noch die Jacke so fett, mag ich überhaupt nicht. Sieht aus, als hätte ich einen Schlauerzug an. Egal, ich gehe nur zum Arzt. Sometimes I care too much about the way that I look. Und literally nobody cares. Außer ich. Okay, let's go. Let me tell you, ich habe so schlechte Laune gerade. Oh mein Gott. Ich saß gerade 1 Stunde und 15 Minuten in diesem scheiß Wartezimmer, damit der mir in 3 Minuten diesen blöden Zettel ausdruckt, unterschreibt und ich wieder nach Hause gehen kann. Ich bin so genervt gerade. Oh mein Gott, weil ich eigentlich seit 11 Minuten einen Termin beim Friseur habe. Ich noch nichts gegessen habe und wahrscheinlich jetzt auch keine Zeit habe, die nächsten 5 Stunden irgendwas zu essen mit dem Friseur. Und ich muss mich halt noch fertig machen. Oh, Leute, ich bin so genervt. Wirklich, sowas finde ich einfach unnötig. Sowas verstehe ich nicht und sowas macht mich richtig aggro. Weil es unnötig ist. Ich habe es ihr noch am Anfang gesagt. Ich so, ich brauche nur diesen Zettel. Nee, das muss ich der Arzt nochmal angucken. Ja, was hat er sich jetzt angeguckt? Gar nichts. Okay, gut. Ich mache mich schon fertig, esse noch irgendwie was schnell und dann gehe ich los. Aber meine Friseurin hat mir zum Glück den Stress genommen. Sie meinte eh, es ist voll und ich soll mir keinen Stress machen. Aber ich hasse es, zu spät zu kommen. Wirklich, ich hasse es über alles. Ich bin in solchen Situationen aber auch immer ein bisschen sauer auf mich selbst, weil ich habe noch gesagt, schmink dich vorher, nimm deine Sachen mit und wahrscheinlich gehst du dann direkt danach. Aber ich dachte, ich habe den Termin beim Friseur erst um 12 und um 10:30 beim Arzt. So lange werde ich ja da ja nicht sitzen. Ja, hat sich getäuscht. Hätte ich es halt lieber doch so machen sollen. Und im Endeffekt ist eh alles in Ordnung, aber ich stresse mich dann immer so selber. Das ist komplett unnötig, anstatt einfach die Ruhe zu bewahren. Man kann eh nichts dran ändern. Ich bin jetzt zu spät. Aber muss ich ehrlich sagen, damit struggle ich so ein bisschen. Ich sage immer, ich will es ändern und will mich verbessern, aber es ist ein bisschen schwierig, weil manche Eigenschaften an sich kann man auch nicht ändern. Also mich regt sowas dann einfach auf. Na ja. Okay, kein Zeit mehr zu essen. Ist gerade Schokokrossi. Haben wir 5 von diesen Dingern eingepackt. Ein paar Äpfel. Ach ja. Okay, wir haben mittlerweile 20 nach. I need to go. Ach ja. Aber ich freue mich. Hallihallo. Ich bin back vom Friseur. Oh mein Gott. Love it. Yes, I'm back. Und es gefällt mir eigentlich sehr gut. Was heißt eigentlich, es gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich hätte es mir irgendwie gewünscht, dass es doch ein bisschen heller hier an der Seite wird. Und es ist gerade noch so ein bisschen kühler, aber ich kenne das ja, man muss das ein paar Mal auswaschen und dann ist das weg. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden. Die sind so weich und wieder ein bisschen abgeschnitten, aber trotzdem noch lang, auch hier vorne so ein bisschen. Ich lieb's. Ich lieb's. Ja, wie gesagt, ich gehe halt immer hin und sag so ungefähr, was ich möchte. Es ist meistens eh immer das Gleiche. Aber so ein bisschen Strähnchen. Wir haben diesmal den ganzen Kopf gemacht. Tja,
Ich bin richtig happy, müsst ihr mir sagen, wie ihr es findet. Kurzer Real Talk. Ich saß beim Friseur und ich muss ehrlich sagen, diese letzte halbe Stunde ging es mir gar nicht gut. Wirklich gar nicht gut. Auch jetzt ist es immer noch grenzwertig. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss weinen. Ich saß da, ich hatte wirklich zweimal, mir stieg das Wasser schon bis in die Augen und ich weiß nicht warum. Also privat ist bei mir gerade einiges los und das weiß ich auch, dass es wahrscheinlich, ich versuche das einfach irgendwie so ein bisschen zu verdrängen. Aber ich saß da gerade, ich hatte einfach wirklich fast angefangen zu heulen und ich merke auch gerade, dass ich es grenzwertig wird. Ich weiß nicht warum, nicht weil ich irgendwie unhappy mit dem Ergebnis war, gar nicht, sondern ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es sind, glaube ich, verschiedene Faktoren, die da irgendwie gerade auf mich zugekommen sind. Mir war das so unangenehm, weil ich wirklich dachte, ich muss gleich rausgehen und weinen. Mir war das so unangenehm, weil ich dachte, ich kann doch jetzt nicht einfach weinen. Was ist los mit dir? Wirklich, ich bin dann kurz auf Klo gegangen und habe mich in den Spiegel im Kopf gesagt, du atmest jetzt mal kurz ein und wieder aus. Ich hatte das noch nie. Das war irgendwie gerade ein bisschen krass und ja, I don't know. Ich esse jetzt erstmal was. Vielleicht lag es auch daran, ein bisschen unterzuckert bin oder so. I don't know. Da habe ich mir eigentlich Snacks mitgenommen. Ja, ich wollte eigentlich auch danach direkt in die Stadt, aber ich war einfach so, ne. Ich bin jetzt dann erstmal noch nach Hause und mache mich jetzt ready und so und gehe dann gleich zum Treffen mit meiner Freundin. Wir wollten noch was trinken gehen. Ich glaube, dass ich dann morgen die Sachen noch in der Stadt erledige. Weil eigentlich wollte ich noch 2, 3 Geschenke kaufen und noch ein paar Sachen erledigen. Aber ich glaube, ich mache das einfach morgen alles nach dem Turnen. So, ich bin jetzt schon wieder eingepackt. Ich habe vergessen. Ich wollte noch mit euch sprechen. Nein, ich wollte eigentlich das Video an der Stelle beenden. Ich treffe mich jetzt mit einer Freundin. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen schönen 3. Advent. Habe ich, glaube ich, am Anfang des Videos schon gesagt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Videowünsche, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Und oh mein Gott, nächste Woche ist dann schon das letzte Video im Jahr. Crazy.